Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen. Wir haben ja schon... Naja, ich finde, der letzte Vlog hat nicht so ganz gezählt, was das Miteinanderreden angeht. Aber gut. Ich habe euch versprochen, alle 2 Wochen kommt jetzt was. Und ich würde sagen, deshalb lassen wir mal weg, wann ich was filme. Wobei, ich glaube, relativ ersichtlich ist, dass es gerade hell ist und ich entweder Mittagspause mache oder es ist Wochenende. Wer weiß. Vielleicht fällt es euch auf, vielleicht auch nicht. Das muss ich alles noch ausprobieren, aber ich habe eine neue Kamera. Und ja, eigentlich sollte es so sein, dass der Sound hoffentlich sehr gut ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe es schon mal ausprobiert. Ich habe schon ein Video mal so zum Spaß aufgenommen. Und ich fand den Sound eigentlich sehr, sehr gut. Und die Bildqualität könnte besser sein. Also sagt einfach mal, was ihr davon haltet. Ich hoffe, dass ich es im richtigen Dateiformat aufnehme, dass ich es danach auch gut bearbeiten kann. Das könnte nämlich damals das Problem gewesen sein beim Handy. Aber nun gut. Diese Kamera habe ich mir zum Geburtstag gekauft. Ich habe mir einfach von meiner Familie Geld gewünscht, damit ich das machen kann. Und dank Coupons und vielleicht Black Friday-Angebot, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es war kein Angebot von denen, die irgendwie so einen Countdown haben oder so. Aber die Kamera war halt so oder so etwas günstiger, als sie sonst war. Habe ich sie zu einem sehr guten Preis schießen können. Ich bin sehr glücklich darüber. Und ja, jetzt habe ich eine neue Kamera, die zusammen mit dem Griff etwas schwerer ist als die alte, würde ich sagen. Aber ohne Griff, also die Kamera selber ist deutlich kleiner, deutlich leichter. Es ist die Sony ZV-1. Ich musste gerade selber auf den Karton gucken. Es ist die. Es ist also eine Kamera, die extra zum Vloggen gedacht ist. Sie hat kein austauschbares Objektiv. Dafür kommt sie aber sogar mit Puschel, damit, wenn man im Wind filmt, der Sound nicht ganz so schlecht ist. Sie hat einen eigenen Mikrofonanschluss. Sie hat viele Dinge, die ich mir gewünscht habe und die man normalerweise häufig nur bei guten oder bei allen Spiegelreflexkameras bekommt, bei den digitalen. Aber so eine digitale Spiegelreflexkamera die ganze Zeit so zu halten, das schaffen meine Spaghettiärmchen nicht. Deshalb ist es die hier geworden. Und wir schauen jetzt einfach mal, was ich so über die nächsten 2 Wochen mit der Kamera alles aufnehmen kann. Und wie die Qualität dann so ist. Ich bin sehr gespannt. Der Griff, der gleichzeitig auch so ein Mini-Stativ ist, ist auch eine Remote-Fernbedienung, sodass ich, wenn ich bestimmte Sachen aufnehmen möchte, ich rein theoretisch so machen kann, dass ich die Kamera selber auf mein großes Stativ packe und irgendwo hinstelle und mit dem Griff selber dann sogar die Kamera bedienen kann, sodass ich nicht aufstehen muss und sie an- und ausmachen muss oder solche Sachen, was ich ganz cool finde. Also es ist eine gute Mischung aus Griff und Fernbedienung. Ja, nun. Ja, mehr wollte ich euch auch gerade gar nicht erzählen. Ich wollte einfach mal, hinterlasst mir mal in den Kommentaren, was ihr so meint, wie ihr so die neue Qualität findet, wie ihr den Sound findet, ob ich besser aussehe als vorher. Das Verwirrende ist ein bisschen, dass der Screen, den man aufklappt, wie ihr auch auf dem Bild hier sehen könnt, neben der Kamera ist und nicht über der Kamera, was dazu führt, dass ich anders als sonst, wo ich ja sowieso schon so schlecht in die Kamera gucken kann, nicht mehr über euch hinweg gucke, sondern an euch vorbei. Aber ich bin sowieso schlecht in die Kamera zu gucken, also macht das den Kuh jetzt auch nicht fett. Egal. Ich werde jetzt meinen Tag in Angriff nehmen, also weiter in Angriff nehmen. Ich habe heute ein bisschen Energie, was mich selber wundert, aber egal. Und die werden wir jetzt nutzen. Tschakka.
Thank you.
Thank you.